Seit 2015 geht es beim Lokal-TV-Kongress der 5 ostdeutschen Landesmedienanstalten um aktuelle Themen der Lokal-TV-Branche und die Zukunft von Lokaljournalismus. Der Lokal-TV-Kongress hat sich zu einem der wichtigsten Treffen der TV-Macherinnen und Macher entwickelt. Hier werden unter anderem auch diese Fragen gestellt und beantwortet, worauf es bei Lokaljournalismus ankommt und deren Bedeutung. Unter dem Motto Zurück in die Zukunft, Lokal-TV in Krisenzeiten, lud die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, kurz MABB, gemeinsam mit den Medienanstalten aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ein. Die MABB vergibt unter anderem Sendelizenzen an private TV- und Radiosender und beaufsichtigt diese hinsichtlich der Einhaltung der vereinbarten Werberichtlinien und des Jugendschutzes. Staatssekretärin Dr. Jutta Jansböhm, Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund, eröffnet zusammen mit Dr. Eva Flecken, Direktorin des MABB, das zweitägige Event des Lokal-TV-Kongress 2022. Wie wichtig ist so ein Lokal-TV-Kongress? Oh, ich glaube, der ist ganz besonders wichtig für die Branche, für alle Medienschaffenden, für die Journalistinnen und Journalisten, auch für die Vermarkter, um sich mal wieder auszutauschen. Und die letzten Jahre haben es uns natürlich nicht erlaubt, dass wir uns in Präsenz treffen. Wir haben es digital, glaube ich, ganz gut auffangen können. Aber umso schöner, dass wir heute in dieser zauberhaften Kulisse wieder zusammenkommen. Was ist die Bedeutung denn lokaler Medien? Oh, die ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben auch hier in den vergangenen Jahren noch mal gelernt, wie wichtig lokal journalistische Inhalte für die Bürgerinnen und Bürger sind. Wir haben auch Studien und Ergebnisse, die zeigen, dass der Informationsbedarf über die lokalen Informationen noch mal gewachsen ist in den Corona-Krisenjahren. Und insofern kann, glaube ich, Lokaljournalismus insgesamt, egal um welche Mediengattung es geht, gar nicht genug Bedeutung beigemessen werden. Den zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden aus der Programmbörse die Best-Practice-Beispiele der Lokal-TV-Branche vorgestellt. Im Programm standen Diskussion, Präsentation und Workshop zu Fördermodellen, wie Bürger und Bürgerinnen über lokale Themen informiert werden können. In Panels und Workshop ging es darüber hinaus um Recherchetools für Lokalredaktion, aktuelle Entscheidungen im Medienrecht, neue Möglichkeiten der Werbevermarktung, den Umgang mit Hate Speech und den Aufbau einer Community mit Hilfe von Newslettern und Social Media innovativen Formaten. Zeiten der Gaskrise und des Ukraine-Kriegs, wie wichtig ist denn so eine lokale Medienberichterstattung? Ich glaube, dass sie trotzdem nach wie vor wichtig ist, vielleicht sogar umso wichtiger. Wir haben natürlich große globale Herausforderungen, die wir aber ja im Kleinen spüren. Und die Frage ist ja, was die große globale Herausforderung denn für uns hier im Regionalen, im Lokalen eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass guter Lokaljournalismus genau da ansetzen kann und auch ein Alleinstellungsmerkmal hat und sein Publikum gewinnen kann. Und was bedeutet Ihr Motto, zurück in die Zukunft? Ja, zurück in die Zukunft, das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen eröffnet es, glaube ich, einen Raum für sehr vieles, sodass wir über Vermarktung sprechen können, also über die Frage der Refinanzierung, sicherlich auch über den regulatorischen Rahmen, in dem wir uns eigentlich bewegen und auch was er für Möglichkeiten erlaubt und einfach einen weiten Blick in die Zukunft zu werfen. Und das werden wir hoffentlich heute tun. Weitere Informationen über den Lokal-TV-Kongress und über die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gibt es unter www.mabb.de.